Hallo und herzlich willkommen zu einem sehr spontanen Stadion-Vlog. Die Karlsruher Frauenmannschaft spielt heute in der zweiten Frauen-Bundesliga gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim gegen den Tabellenletzten. Ein Sieg würde den Aufstieg bedeuten oder die Niederlage vom SV Meppen, die allerdings gegen den Vorletzten spielen, nämlich Wolfsburg 2. Und das schauen wir uns heute mal an und machen dort noch einen kleinen Vlog. Hier ist sie, die Mannschaft unseres FC Karl Zeiss. Gefährlich. Auch den Wechsel unserer FCC-Damen nachreichend aus der Partie gegangen ist mit der Rücknummer 21 Annika Metzner. Was im Strafraum, ne? Hervorragend ausgespielt. Oh oh. Thank you.
Ding zu. Alter! Wie kann man den jetzt so bald? Spielen sie aber heute echt schlecht aus, ne? Aussehen war sehr gut, aber die haben. Nee, eben nicht. Das Erd ist schneller so. Also Jena muss jetzt gewinnen. Die anderen Mannschaften spielen nicht mehr. Ich denke, unsere Mädels brauchen noch mal die Unterstützung von draußen. Es wird. Das ist so wichtig. 84. Spielminute. Tor für den FC Carl Zeiss. Torschützen mit der Rückennummer 8. Felicia, Sophie, wir haben einen neuen Spielstand im Paradies. FC Carl Zeiss Jena, 1. TSG Hoffenheim, 0. Danke. Bitte. Wenn Jena jetzt gewinnt, ist scheißegal, wie die anderen spielen, dann sind sie aufgestiegen. Einfach irgendwie über die Bühne kommen. Gelbe Karte, rote Karte. Die Stimmung ist jetzt echt gut hier. 5 Minuten Nachspielzeit. Der war drin! Ja! Neunzigste Spielminute. Tor für den FC Carl Zeiss. Torschützin mit der Ecke Nummer 23. Josefine. FC Carl Zeiss Jena. 2. TSG Hoffenheim. 0. Danke. Bitte. Tja, und auch für dieses Tor bedanken wir uns natürlich auch für die freundliche Unterstützung von Jena Wohnen. Pfeift gleich ab.
zwischen FC Carl Zeiss Jena und der TSG Hoffenheim entstand 2:0. Und meine Damen und Herren, damit ist es besiegelt. Frauenfußball in Jena ist wieder erstklassig. Unterstützen Sie auch weiterhin unsere Mädels, die sich aufopferungsvoll bis zum Ende reingehangen mit haben. Wir bauen auch auf Ihre Unterstützung, denn wir sind.